Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000Base TV. Herzlich willkommen aus dem 1000Base Race Lab hier aus dem wunderschönen, sonnigen Eggendorf. Bei mir ist Martin Bauer und heute machen wir ein bisschen Theoriekunde. Aber ich glaube, wieder ein spannendes Thema. Heute machen wir Materialkunde. Wir sprechen über Carbon, Aluminium, Titan, Stahl. Was ist das beste Material für unsere Motorräder? Bleibt dran. Ja, Martin, Stammtischdiskussionen kann man wahrscheinlich abkürzen mit einem Satz. Es kommt darauf an, wofür man es verwendet. Das beste Material fürs Motorrad gibt es nicht, sondern es gibt das richtige Material für den richtigen Einsatzzweck. Habe ich das so richtig umschrieben, Martin? Kann man eigentlich ganz gut so umschreiben. Es ist schwierig, wenn man sagt, das ist das beste Material, alle Bauteile vom Motorrad aus dem Material zu machen, macht dann auch keinen Sinn, weil jedes Bauteil für sich andere Anforderungen an den Werkstoff stellt. Und deswegen findet man auch auf den Fahrzeugen, auch auf den High-Performance-Fahrzeugen, eigentlich einen Mix aus verschiedenen Materialitäten, wo man eben sich die Vorteile von jedem Werkstoff herauszieht und sagt, das ist besonders wichtig für diesen Bauteil oder das ist wichtig für diesen Bauteil. Und da trifft man dann eben diese Entscheidungen, welches Material oder welchen Werkstoff ich dann für die Realisierung für bestimmte Elemente am Fahrzeug, wo ich dann zurückgreifen kann. Und das ist so der Knackpunkt. Ja. Okay, wenn man spricht von das Beste, muss man ja mal die KPIs definieren, was bewerten wir eigentlich, und dann gehen wir die einzelnen Materialien durch. Wir sprechen da wahrscheinlich oft von Gewicht, von Festigkeit, wir sprechen da von Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse, Temperaturbeständigkeit oder die Möglichkeit, das Material einfach in Form zu bringen, die Möglichkeiten, es zu bearbeiten, und der Preis natürlich zu guter Letzt ist auch ein Thema, ein Aspekt, den man beachten muss. Aber fangen wir mal an, von unten nach oben, vom Gewicht, jetzt beginnt es gleich. Was ist leichter, Carbon oder Magnesium? Liebe Leute, gibt es da irgendwelche Experten? Wir haben natürlich vorher nicht reingeschaut in die Liste. Carbon oder Magnesium? Ich glaube, aber Carbon ist ein bisschen leichter wie Magnesium. Weißt du es auswendig, Martin? Ja, also Carbon müsste da die Nase vorne haben. Okay, ja. Na, dann beginnen wir bei Carbon. Fangen wir an mit den Schwächen. Was sind so die typischen Schwächen, die du in deiner Tuning-Werkstätte, mit denen du dich rumschlagen musst, wenn du dieses Wundermittel Carbon, unfassbar leicht, sehr tolle Möglichkeiten in der Formgebung, was sind die Nachteile von Carbon? Die Nachteile von Carbon liegen in erster Linie in der Temperaturbeständigkeit. Es gibt zwar bestimmte Herstellungsverfahren von Carbon, die auch mittlerweile schon relativ hohe Temperaturen aushalten. Allerdings ist es trotzdem gewissen Limits unterworfen und nicht vergleichbar mit Aluminium, Titan, Stahl etc. Das heißt, hier sind wir eigentlich auf Bauteile beschränkt, die nicht utopisch heiß werden. Beim Auspuff in erster Linie, wenn man mal dran denkt, bei den Abgassystemen, findet man zwar Carbon ab und zu bei den Schalldämpfersystemen, allerdings nur beim Schalldämpfer selber als Außenrohr, ja, oder als Außenbegrenzung. Und die wird in der Regel, wenn er gut funktioniert, nicht allzu heiß. Und deswegen kann man hier auf Carbon zurückgreifen. Ansonsten sind die Temperaturen in diese Bereiche einfach zu hoch und nicht wirklich interessant für Carbon. Der wirklich gute Einsatzzweck für Carbon ist, wie du es schon angesprochen hast, einfach die Formgebbarkeit, die Möglichkeiten, was ich aus so einem Carbon machen kann. Ich kann Carbon in jede Form quasi gießen. Das ist ja nichts anderes als ein Harz mit einem Stützstoff integriert, entweder mit Kohle oder bei GFK Glasfaser. Und da bin ich in der Lage, super Konstruktionen zu machen, wie zum Beispiel Verkleidungen. Verkleidungen ist ein Paradebeispiel für einen Carboneinsatz, wenn es leicht sein soll, weil ich hier mir bestimmte Formen machen kann, wie so eine Verkleidung mit unterschiedlichen Winglets ausschauen soll, kann die dann mit Harz ausgießen und mit Carboneinsätzen dann verstärken. Und somit habe ich eigentlich eine sehr komplexe Form relativ leicht hergestellt. Und da sind so die Stärken von Carbon, wenn es darum geht, komplexe Formgebungen erfüllen zu müssen, sehr geringes Gewicht zu haben und trotzdem hohe Festigkeit. Das ist so eigentlich so der Haupteinsatzpunkt. Wo es Schwächen hat, das Carbon, ist definitiv, wenn es darum geht, um Hochtemperaturbereiche oder generelle Hitzebeständigkeit. Okay, und dann ist, glaube ich, auch oft so ein bisschen eine Geschmacksfrage beim Carbon. Ich muss sagen, also die Carbonfelgen habe ich drauf fürs Handling.
aber auch, dass im Fahrerlager jeder sieht, dass ich ein ganz großer Connoisseur bin und ein Einetrager. Also für mich hat das oft auch einen ästhetischen Zweck, muss man so sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, einige von euch werden Carbon einsetzen, weil es einfach leibernd ausschaut. Sicherlich auch ein imageträchtiges Material ist Magnesium. Magnesium ist, kennt man wahrscheinlich aus der Luftfahrt, aber auch aus dem Rennsport. Und Magnesium hat so den Ruf, sehr leicht zu sein, aber auch ein bisschen kapriziös. Es ist ein bisschen eine Diva, oder? Unter den Werkstoffen bei den Motorrädern, oder? Absolut, ja. Also diese verschiedenen Magnesium-Legierungen, die wir da finden, haben sehr schlechte Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse. Auch was Altern betrifft. Deswegen hat man Magnesium, gerade was Felgen betrifft, wo du es schon angesprochen hast, nur mehr spärlich eingesetzt, weil sie zum einen gewissen Alterungsprozess unterliegen, der dann die Festigkeit deutlich herabsetzt mit der Zeit. Zum anderen ist auch ist das Material sehr spröde. Das heißt, einmal kurze Belastungsspitzen, gerade bei einer Felge, wenn wir dabei bleiben wollen, über einen Körb gefahren oder bei einem Sturz, muss man sich solchen Werkstoff auf jeden Fall genau nochmal anschauen, bevor man den wieder einsetzt. Und das hat so ein bisschen die Verwendung von diesen Magnesium-Zusammensetzungen meistens sehr schwierig gemacht, wenn es Bauteile sein sollen, die über lange Zeit ihre Festigkeit beibehalten sollen. Und deswegen ist das Magnesium, kann man sagen, schon langsam mehr und mehr aus dem Fahrzeugbereich verschwunden. Es gibt vielleicht noch ein paar Einsatzbereiche, wo man das heranziehen kann. Aber das Magnesium hat, muss man sagen, an Stellenwert in letzter Zeit schon verloren. Okay, da muss man natürlich auch sagen, dass oft auch die Marketingabteilung da federführend ist. Wenn man irgendwo Magnesium sieht, heißt das jetzt nicht, dass das wirklich Magnesium ist. Das kann auch sein, dass Magnesium hier nur ein Bestandteil ist einer Legierung, weil natürlich man sich versucht, natürlich das Beste aus verschiedenen Welten zusammenzuglauben. In Form von Legierungen, Aluminium, Magnesium, Aluminium-Titan-Legierungen. Das heißt, dann besteht das nicht nur aus Magnesium, sondern auch aus anderen Materialien. Und eine andere Strategie ist ja auch, das Fahrzeug so aufzubauen aus Verbundbaustoffen, dass da jeweils jene Werkstoffe zum Einsatz kommen, um ihre Stärken einbringen zu können, gleichzeitig aber ihre Schwächen kalmieren zu können. Also keine Sorge, wenn wo Magnesium zum Einsatz kommt von den Herstellern, haben sich die das meistens gut überlegt und dann findet das nicht in Reinform Einsatz, sondern ist meistens eine Legierung. Aber aus Marketinggründen wird es halt gern Magnesium genannt, weil das so ultra radikal leicht klingt in unseren Riesenköpfen. Kommen wir zum, ich muss sagen, wahrscheinlich zum Highflyer der letzten Jahrzehnte. Obwohl man schon wirklich viele Jahrzehnte damit arbeitet, kann man sagen, vor allem auch durch die Technologieentwicklungen im Automobilbereich, in der Luftfahrt, den Schwung bei den Bearbeitungsmethoden, da hat sich einiges getan. Aluminium. Aluminium ist, glaube ich, kann man sagen, der Werkstoff, wo sehr viel weitergegangen ist in den letzten Jahrzehnten. Warum ist das so, Martin? Warum hat sich Aluminium so durchgesetzt, irgendwie so als der Paradewerkstoff bei uns im Motorradbereich? Ja, man kann sagen, Aluminium ist so mehr oder weniger das Allewelts-Material für Motorrad, Autobereich, Flugzeugbereich. Wir haben unterschiedlichste Legierungsformen von Aluminium und können eben mit diesen unterschiedlichen Legierungen fast jeden Zustand von Aluminium erzeugen. Witterungsbeständigkeit, sehr hohe Festigkeiten, geringes Gewicht, super Bearbeitbarkeit, das ist auch ein wichtiger Punkt, hat eine gewisse Grundfestigkeit bei einer gewissen Flexibilität noch, also es lässt sich auch in gewissen Bereich gut noch, ich will nicht sagen verbiegen, aber in einem gewissen Bereich flexibel zu halten, ohne dass es gleich bricht. Diese Summe an Eigenschaften, positiven Eigenschaften, hat dazu geführt, dass es halt sehr oft angewendet wird, gerade im Motorradbereich. Man kann es gießen, man kann es nicht nur bearbeiten, Motorblock etc. kann man eben super aus solchen Materialien machen. Du kannst mit Aluminium mehr oder weniger fast alles produzieren, was am Motorrad gefragt ist. Fußrastenanlagen, Felgen sind hauptsächlich aus Aluminium. Also der Stoff ist so wirklich, muss man sagen, die eierlegende Wollmilchsau, wenn man so runterbrechen möchte. Aber es gibt Grenzen, Martin. Natürlich gibt es Grenzen. Was sind die Grenzen? Die Grenzen sind dann doch, wenn es um Bauteile geht, die enorme Festigkeiten haben sollen,
bei unterschiedlichsten Temperaturbereichen, wie zum Beispiel Pleuel etc., das wird, oder Kurbelwelle, solche Sachen kann man dann doch nicht aus Aluminium machen, weil hier das Aluminium dann in den Spitzenwerten einfach zu geringe Festigkeiten aufweist und auch die Zähigkeit oder die Kerbschlagfestigkeit von solchen Materialien, weil es ja doch eher ein weicheres Material ist, dann nicht ausreicht, um solche Bauteile zu machen, weil sonst würde ich sagen, okay, dann baue ich alles aus Aluminium. Also es gibt schon Anwendungsbereiche, gerade im Motor drinnen, die dann für das Aluminium oder wo das Aluminium nicht ausreicht. Getriebe, Zahnräder zum Beispiel, da wäre das Aluminium einfach etwas zu weich, als dass das diese Belastungen standhalten könnte. Aber rein vom Verhältnis Gewicht zur Festigkeit, was es grundsätzlich darstellt, kann man es eben für den Großteil an Bauteilen beim Fahrzeug verwenden. Wenn wir an den Rahmen denken, auch die meisten Rahmen, die heutzutage Anwendung finden, sind aus Aluminium oder aus einer Aluminiumlegierung gemacht, weil man es eben tief ziehen kann, man kann es gießen, man hat wirklich vielfältige Möglichkeiten und trotzdem eine hohe Festigkeit und Temperaturbeständigkeit. Und das ist so, glaube ich, die größten Benefits von diesem Material. Okay, der Martin hat es angesprochen, Legierungen, da müssen wir aufpassen, dass man da ohne Basiswissen dann manche Leute nicht überfordern. Legierung ist im Prinzip ein Cocktail aus verschiedenen Materialien, der schon bei der Herstellung des Grundwerkstoffes so produziert wird. Das heißt, da werden Rohre, Stangenmaterialien, Barren, werden in der Aluminiumfabrik eben schon so hergestellt, eben mit Titan versetzt oder mit Magnesium, mit verschiedenen anderen Werkstoffen, chemischen Materialien, damit gewisse Eigenschaften in die eine oder die andere Richtung optimiert werden. Diese Züchtung von immer besseren Materialien führt aber auch dazu, dass natürlich dann auch, negative Aspekte einhergehen. Insofern ist gerade beim Motorradmotor, wo sehr viele Hochleistungslegierungen verwendet werden, muss man halt wahnsinnig darauf aufpassen, hat uns unser Partner Motorex darauf aufmerksam gemacht. Da sind so hochtechnologische Legierungen mit drinnen, dass es wichtig ist, welches Motoröl man einfüllt, weil es könnte sein, dass manche Legierungen von irgendwelchen Billigsdorfer Automotorölen angegriffen werden, weil im Automobilbereich nicht solche hochgezüchteten Legierungen verwendet werden wie im Motorradbereich. Auch draußen bei den Anbauteilen muss man aufpassen, dass hochgezüchtete Aluminiumlegierungen gegen Salz zum Beispiel im Winter nicht nur übel aussehen, sondern sehr stark in Mitleidenschaft genommen werden. Also es hat alles immer Vor- und Nachteile, diese Weiterentwicklung, diese Spezialisierung. Und bei Vor- und Nachteile, gibt es kein Material, das man so sehr hervorheben muss wie Titan. Titan, sagt man oft so, ist so widerstandsfähig, so reißfest beinahe wie Stahl, obwohl es fast so leicht ist wie Aluminium. Es stimmt nicht ganz, es ist doch deutlich schwerer wie Aluminium. Aber es hat, glaube ich, auf anderen Ebenen deutliche Nachteile gegenüber Stahl. Insofern ist es nicht der Superstar im Motorradbereich unter den Materialien, aber ein Werkstoff, wo man an manchen Stellen nicht darauf verzichten möchte, oder? Genau, also das Titan wird gerade dann eingesetzt, wenn es darum geht, sehr hochfeste Teile zu produzieren. Natürlich auch leicht, also das Gewicht ist immer ein gewisser Grundaspekt bei solchen Betrachtungen. Aber wie wir vorher erwähnt haben, gerade Pleuel etc., kann man aus Aluminium nicht mehr machen, weil das nicht die notwendige Festigkeit mit sich bringt. Und Titan legt da festigkeitstechnisch richtig einen drauf, ist mit Stahl vergleichbar, nur deutlich leichter. Und deswegen setzt man dann eben bei solchen Bauteilen sehr stark auf diesen Stoff. Gerade beim Motor, Pleuel, Kolben, das sind alles oszillierende Massen, die permanent beschleunigt und abgebremst werden müssen bei jeder Bewegung im Motor. Und hier profitiert man leistungstechnisch enorm, wenn man diese Bauteile leichter machen kann. Man darf die aber nicht nur leichter machen und sagen, okay, dann wird das halt ein bisschen in der Festigkeit reduziert, sondern das sind wirklich auch hochbelastete Bauteile, wo es wirklich darauf ankommt, dass der auch über zigtausende Kilometer hält und sich nicht in seinen Eigenschaften ändert.
Und da ist so dieses Titan so ein Hauptaspekt oder ein wichtiges Material für diesen Einsatzzweck. Wo Titan ein bisschen schwieriger in der Handhabung ist, ist in den Bearbeitungsmöglichkeiten. Also Titan ist sehr zäh, lässt sich sehr schwer bearbeiten. Also man kann sehr schwer Span abheben, ohne dass sie das beginnt zu fressen ineinander. Man kennt es auch, wenn man zum Beispiel ein Gewinde schneiden möchte in Titan. Das ist mit unheimlich hohem Kraftaufwand verbunden und die Gefahr, dass sich das verreibt, ist sehr groß. Also ein Titan zu bearbeiten ist sicher einer der schwierigsten Materialitäten, die man in diesem Bereich haben kann. Auch was die Schweißbarkeit betrifft, wenn wir Richtung Auspuff denken. Abgassysteme wären ja, wenn es wirklich ins Eingemachte gehen soll, gerne aus Titan gemacht, weil man da eben sehr dünne Wandstärken mit sehr geringem Gewicht kombinieren kann. Da muss man natürlich dieses Material auch schweißen und gerade beim Schweißen ist Titan ebenfalls sehr schwierig. Es geht zwar, es gibt eigene Verfahren, die da mittlerweile die Schweißbarkeit gewährleisten. Gute Auspuffhersteller haben das mittlerweile sehr gut im Griff, erzeugen super schöne Schweißnähte und funktioniert das wirklich top. Aber so jetzt so einfach wie Stahl oder Aluminium lässt sich das Titan dann doch nicht schweißen. Also wir haben hier in der Behandlung dieses Materials oder in der Herstellung von bestimmten Bauteilen mit dem Titan schon mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Und das Titan ist von Haus aus vom Grundmaterial schon sehr teuer. Ja, also somit mache ich oder konzentriere ich mich als Hersteller dann wirklich nur auf die Bauteile, wo ich sage, da braucht man wirklich höchste Festigkeiten mit geringem Gewicht und da macht es auch jetzt nicht so, spielt es nicht so eine große Rolle, wenn es mal ein bisschen teurer ist. Da setze ich das dann ein. Da gibt es eben die Auspuffanlagen, kennt glaube ich jeder. Titanauspuffanlagen sind um ein schönes Stück teurer als die normalen Edelstahlanlagen, sind aber deutlich leichter. Schrauben zum Beispiel. Aber nur wenn man sieht. Also die man nicht sieht, sind natürlich nicht so wichtig, aber die man sieht, müssen aus Titan sein. Ja? Richtig. Dann haben wir Pleuel, wie wir schon angesprochen haben. Die wirklichen Hochleistungspleuel und ganz leichten Pleuel sind meistens dann aus Titan gefertigt. Hüftgelenke. Ja. Zum Beispiel, genau. Liegt auch daran, dass sie, wie du es vorher gesagt hast, lange widerstandsfähig ihre Form und ihre Eigenschaft halten, also auch gegen die Unwegsamkeiten im menschlichen Körper. Also im medizinischen Bereich ist Titan recht stark. Und dann hast du Auspuffhersteller schon angesprochen. Also jeder Mensch, der in Europa, glaube ich, Titan schweißen kann, hakelt mittlerweile bei Agrapovic in Slowenien. Also wenn ihr Titan schweißen könnt, könnt ihr euch bewerben. Die suchen immer Leute. Die haben aus ganz Europa mittlerweile Schweißer dort angestellt, weil das relativ kompliziert ist und man da nicht jeden dran lassen kann. Also die Bearbeitbarkeit ist eine große Herausforderung. Aber ich glaube, du hast das richtig zusammengefasst. Dort, wo es drauf ankommt, geringes Gewicht und höchste Festigkeit zu kombinieren, da ist der Tausendsasser dann Titan. Nichtsdestotrotz, wir ganz zum Schluss sprechen wir erst drüber, Stahl. Es gibt Bauteile im Motor, die sind auch bei den teuersten, exklusivsten und leistungsstärksten Motorrädern aus Stahl, denn dann, wenn es richtig ins Eingemachte geht, nämlich bei der Kurbelwelle zum Beispiel, da können uns die ganzen Schickimicki-Baustoffe aus Aluminium so einpacken, dann ist es Stahl am besten. Warum ist das so, Martin? Ja, weil mit Stahl habe ich die Möglichkeit, bestimmte Bereiche auch härten zu können. Das heißt, wenn es darum geht, massive Oberflächenstabilitäten zu bekommen und Oberflächenhärten, kann ich Stahl super einsetzen. Ich kann das härten, ich kann das schleifen. Das heißt, ich habe nicht nur eine extrem hohe Oberflächenfestigkeit, sondern auch eine hohe Oberflächengüte, was zum Beispiel bei einer Kurbelwelle wichtig ist, besonders in den Lagerstellen. Ja, weil da brauche ich ja eine sehr glatte Oberfläche, weil ja da wenig Reibung in dem Lager erzeugt werden soll und eine hohe Festigkeit. Also eine Lagerstelle ist klar, durch diese permanente Drehung wird die dauernd belastet, muss natürlich dieses Lager über zig Zehntausende Kilometer dem Stand halten. Und das geht eben am besten mit einer Stahlauslegung. Ja. Die auch
den Stahl gibt es in unterschiedlichsten Legierungen. Das heißt, hier kann ich mir auch auswählen, welche Eigenschaft ist mir am wichtigsten und kann dementsprechende Legierungen wählen und habe hier auch höchste Festigkeiten. Natürlich geht es auch bei Kurbelwelle etc. darum, das Gewicht so gering wie möglich zu halten, wobei man oft sagen muss, dass es für bestimmte Motortypen auch gar nicht unwichtig ist, eine gewisse, ich nenne es mal Schwungmasse, mitzubringen, weil der Motor dann gerade in unteren Drehzahlbereichen sehr homogen läuft und runder läuft, als wenn ich hier die ganzen Schwungmassen rausnehme. Das heißt, bei einer Kurbelwelle etc. will ich sogar ein gewisses Grundgewicht dann oft noch drinnen haben. Also hier ist es nicht ganz so dramatisch wichtig, das komplett abzuspecken. Natürlich auch, wenn ich rein auf die Leistung schaue vom Motor. Aber hier sind Oberflächen, Härte etc., Oberflächengüte, Bearbeitbarkeit einfach wichtiger. Und das ist ein Grund, warum ich auf Titan da nicht zugreifen kann, weil das diese Eigenschaften in diesen Bereichen dann nicht mitbringt und ich hier eher auf Stahl greife, wo ich, was so spontan auch noch einfällt, sind hochbelastete Teile im Getriebe, Getriebezahnräder etc. Die haben eben aufgrund dieser Oberflächenhärte, das Härten selber, was man mit diesem Material machen kann, ergibt so hohe Oberflächenhärten, dass man eben gerade wo zwei Zahnräder im Eingriff sind, keine Probleme hat, auch bei langen Laufleistungen, dass sich hier Lunker bildet oder irgendwelcher Abrieb stattfindet. Das sind so genau die Bereiche, wo ich auf die altbewährten Stahllegierungen eigentlich am besten zurückgreifen kann. Und auch der Grund, warum ich nach wie vor dieses Material in sehr vielen Bauteilen von Motorrädern auch wiederfinde. Ja, jetzt muss ich aber trotzdem die Fahne schwenken für Stahl. Und das ist ein bisschen auch manchmal die Herausforderung für die Marketingkollegen draußen. Manchmal wünschen sich die Kunden Stahl. Beim Stahlrohrrahmen bei der Ducati Monster kann ich mich erinnern, den würden sie sich herbeisehnen wieder, die Leute. Stahlrohrrahmen, das ist was man an vielen Bereichen liebt. Und da wird der teurere Stahlrohrrahmen durch einen günstiger zu produzierenden Aluminiumrahmen ersetzt. In manchen Bereichen wiederum hat so Stahl das Anrüchige, ja, da hat man nur die Stahlschicht genommen, das ist ja nicht ausgegangen für das Modell, die edlen Aluminiumteile. Auch da sieht man wieder, es kommt darauf an, wie man es einsetzt, aber gerade beim Rahmen pauschal zu sagen, Stahl ist billiger, ist das Schlechtere und das Leimern des Alu kann man so nicht sagen. Das wäre zu oberflächlich gedacht, oder? Das ist richtig, ja. Also wenn man ein bisschen in den Jahren zurückgeht, findet man in erster Linie Stahlrahmenkonstruktionen, die erst in den letzten Jahren mehr und mehr verschwunden sind, weil man eben Aluminium teilweise auch billiger in Rahmenform bringen kann und herstellen kann. Das heißt jetzt nicht, dass der Stahlrohrrahmen automatisch auch schlechter ist. Man sieht es gerade, wenn es darum geht, nachträglich Änderungen vornehmen zu müssen. Diesen Fall hat man oft im Rennsport, wenn man gerade bestimmte Flexibilitäten von Chassis im Nachhinein oder im Nachgang noch ändern können möchte, dann haben oft so Stahlrahmen teilweise Vorteile, weil es relativ leicht ist, bestimmte Verstrebungen herauszunehmen, zu ändern, nachträglich einzuschweißen. Also ich bin in manchen Situationen mit einem Stahlgitterrohrrahmen, wenn man so möchte, oft besser aufgestellt als jetzt mit einem Aluminiumchassis, weil ich da einfach deutlich mehr im Nachgang ändern kann. Fürs 0815 Motorrad kann man jetzt gar nicht sagen, ist jetzt Aluminiumrahmen besser als ein Stahlrahmen. Gewichtstechnisch wird vielleicht Aluminiumrahmen etwas leichter herzustellen sein. Wenn es darum geht, gleiche Festigkeiten wieder zu erzeugen, weiß ich nicht, ob das Aluminium unbedingt die Nase da vorne hat, weil diese Gitterrohrrahmen unglaublich stabil sind. Also wenn es darum geht, viel Stabilität zu erzeugen, haben diese Gitterrohrrahmen meistens die Nase vorne. Und ich habe eben, wie gesagt, die Möglichkeit, im Nachgang relativ einfach Änderungen vorzunehmen. Im Rennsport ist es oft wichtig, unterschiedliche Flexibilitäten in verschiedene Richtungen
erzeugen zu können mit so einem Chassis. Und da tue ich mir dann oft mit so einer Stahlrohrkonstruktion oft leichter, hier kurzfristige Änderungen vorzunehmen, als mit einem fix fertig gegossenen oder gepressten Aluminiumrahmen. Und somit kann man das nicht komplett verteufeln. Also das hat schon auch seine Bewandtnis gehabt, dass man da Stahl früher etwas mehr eingesetzt hat. Ist auch eine gewisse optische Frage und ein bisschen eine Frage vom Packaging, weil ich sage mal, wenn wir beim Rahmen bleiben, ein Stahlgitterrohrrahmen verdeckt man viele Sachen nicht. Das heißt, da muss ich mich dann nachträglich nur darum kümmern, dass ich hier noch eine Blende setze, hier noch eine Abdeckung dran mache etc. Das habe ich mit einem Aluminiumrahmen nicht. Also es gibt auch hier noch andere Aspekte, die damit reinspielen. Aber gerade was Chassis und so betrifft, ist jetzt nicht zwangsläufig der Stahl jetzt immer schlechter als Aluminium. Es gibt auch seine Bewandtnisse, auch in die Richtung zu gehen. Gerade wenn man Schwinge so ein bisschen im Hinterkopf behält, das ist was eher Aluminium-Richtung geht, hat es aber auch aus Stahl gegeben. Also es ist nicht so, dass man sagt, auch nur hier ist nur Aluminium vorrangig. Ist so ein bisschen eine Grundphilosophie und vielleicht auch abhängig von der Motorradtype, was erwarte ich mir von dem Motorrad, welchen Einsatzbereich hat es, und danach richtet man sich ein bisschen auch in die Richtung. Und ganz bestimmt auch, wie passt es zum Markenimage? Manche Marken haben ja quasi einen, so wie KTM, diesen Stahlrohrrahmen. Das ist ja schon quasi das Aushängeschild auch dieser Marke. Immer wieder sicher auch hat das Marketing Gründe, wieso man auf einen gewissen Werkstoff setzt. Jetzt müssen wir, wenn wir jetzt sagen wollen, wir wählen den besten Motorradwerkstoff aus, Martin, um deinen sensationslüsternen letzten Satz in die Kamera sagen zu können, müssen wir uns auf ein Gedankenexperiment einlassen, Martin. Du musst die Augen schließen. Stell dir vor, der Urknall. Das Universum entsteht und all das, was wir jetzt haben, ist ja quasi damals entstanden. Und angenommen, ein Material ist damals aus irgendwelchen Gründen, entsteht nicht. Aus welches würdest du am wenigsten gern verzichten wollen? Was darf beim Urknall nicht vergessen werden aus Motorradfahrersicht? Sag ein, du darfst nur für eins entscheiden. Nur für eins? Ja, und das ist dann das Beste. Ja, dann würde ich mich für Aluminium entscheiden. Martin, ich hätte es genauso gesagt leider. Was sagt ihr, liebe Leute? Denkt zurück an den Urknall. Ich hoffe, niemand von euch war damals schon auf der Welt, weil das wäre ziemlich viel Antifaltencreme hätte man da braucht wahrscheinlich. Was sagt ihr, Leute? Was darf nicht vergessen werden beim nächsten Urknall? Soll es wieder mal einen geben, damit auch die Motorradfahrer in 20 Milliarden Jahren mindestens genauso leimend unterwegs sind wie wir? Welches Material darf nicht vergessen werden beim nächsten Urknall? Postet es unten runter und dann haben wir gemeinsam gewählt das beste Material für uns Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Danke Martin fürs Mitmachen. Danke liebe 1000 Base Crew. Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal im 1000 Base Race Lab.